Wassers. Kleiner Moll. Es läuft, bitte schön aufpassen. Voll spielen. Auf den Kopf anblasen. Was gibt's? Komm, auf den Kopf. Eins, zwei, Vollbläser. Keine Eins und den Milz tut mir auch schon weh. Bobby, wegziehen. Weg, weg, weg. Nicht hier. Das wird zu schwer. Eins, zwei, voll. Das ist. Man muss also den Aufbau sehen von meinem Orchester. Es geht also los mit den Arrangeuren. Das sind ausgesuchte Leute. Dann kommt also in erster Linie das Arrangement, zweiter Linie das Arrangement und dann das Orchester. Sie stellen sich vor, das sind also alles Herren, die über 40 sind, also Routiniers. Und die sagen von vornherein, also komm mal Junge, lass mal, was hast du vor mit mir? Was willst du? Jetzt ist es meine Aufgabe, diese Herren, diese Routiniers, über 40 Jahre, so dafür zu interessieren für das jeweilige Stück, das er also gibt, ohne dass er es merkt. Und das ist bei mir der Fall. Nicht hinstellen, sehen Sie davon hier, eins, zwei, dann ist die Musik rausgekommen. Ich brauche diese Leute. Und wenn man sie dafür interessieren kann, dann gibt es auch was. Vor allen Dingen muss man erklären können, was man will. Es gibt keine schlechten Musiker, es gibt nach meiner Meinung nur schlechte Kapellmeister oder wie ich sage, Kutsche. Wenn sie nicht präzise ist, ist sie für mich uninteressant. Da darf kein Haar dazwischen passen, verstehen Sie? Das muss absolut sein, sodass der größte Laie, oder egal wer es ist, im Konzertshaus oder auf der Schallplatte merkt, jawohl, nach vier Takten oder nach acht Takten spätestens, das ist er, wer der Mosch. Und das ist das Entscheidende, meine Herren, genau das. Liegen lassen, gleichmäßig stoßen, gute Stimmung und dann ist das Ding gelaufen. Eins, zwei. Das ist keine Eins. Das ist keine Eins. Hier ist der Kutscher. Eins, zwei. Er will sein Orchester wieder in den Griff bekommen. Mit Zuckerbrot und Peitsche bringt er seine Mannen nach langer Tourneepause musikalisch wieder in Reih und Glied. Die Präzision ist es, die Mosch von seinen volkstümlichen Konkurrenten unterscheidet. Die ersten zwei Takte streichen. Immer streichen. Aber ganz schnell. Das, den Käse da weg. Was müsst ihr mit dem blöden Achteln da? Ihr fangt mit der lyrischen Stelle an, mit dem Legato. Thomas, Zeug da. Macht da alles kaputt. Was soll der Quatsch? Nicht so hart. Schöner das Holz. Ihr müsst malen, an die Wand ein Bild malen, nicht Klarinetten spielen. Das war's, immer dasselbe, alles klar. So ungefähr. Herr Mosch, warum feilen Sie so pedantisch an Ihrer Musik herum? Wollen Sie konzertant sein? Es geht alles ganz schnell vorbei, wenn man nicht aufpasst. Dann geht es ruckzuck im Leben. Und die Sache soll ja Spaß machen. Nicht, dass man einfach was runterspielt. Und von mir, von meinem Orchester, verlangt man das. Man will das ja, gerade das Präzise, das Schöne, das Ausgereifte, das Ausgefeilte hören. Was andere können Sie überall hören. Rosamunde können Sie überall spielen. Rosamunde schenkt mein Herz und dann ja, okay, nicht? Zum Mitsingen, zum Mitgrölen. Bei mir möchte man das vielleicht anders hören. Also doch konzertante Blasmusik? In jedem Fall. Aber auch mit, hier, nicht? Mit Leben. Nicht bloß konzertant, dass es knistert im Gebälge und so. Muss nicht sein, aber einfach interessant, dass sich der Zuhörer, der da unten sitzt, sagt, schau mal, so, das und das meint er. Mit der Nummer, mit dem Stück, mit dem Satz, mit der Gruppe. Darauf kommt es mir an. Und das war überhaupt unser Erfolg. Es gibt 60 Egerländer Kapellen oder 70 oder 100 und wir sind immer noch vorn. Warum? Weil wir eben das so genau nehmen. Und nur so macht es mir Spaß. Wenn es da nicht mehr ist, höre ich auf. Sophie, Test! Was ist es? Wo ist das Becken? Wo ist es? Tempo, Tempo, Tempo! Komm her, mein Sohn, komm her! 9600 Blaskapellen in deutschen Landen nennt er seine häufigsten Kopisten. Und er weiß natürlich auch, dass volkstümliche Musik in gewissen Kreisen nicht unbedingt als hoffähig gilt. Doch seine Bescheidenheit hindert ihn nicht, sich für den Besten zu halten und gelegentlich zu erwähnen, dass er mit seinen Egerländern das einzige deutsche Orchester war,
das bisher in der New Yorker Carnegie Hall aufgespielt hat. Das ist kein Crescendo, meine Herren. Hör mal auf, wie es ist. Das ist es. Hör mal auf, das ist es. Wie hoch der Anteil der deutschstämmigen Zuschauer bei dieser Veranstaltung war, ist allerdings nicht bekannt. Komm her mit dem Ding. Das ist toll. Kurz ist es. Das ist es. Bett schlafen, im Bett schlafen wir. Was? Knochenhart für dieses Vieh. Becken, was? Komm hier, hopp! Hausfrau Barbara Rosen und der lächelnde Finanzbeamte Norman Sanders gehören zum Stamm der Egerländer Musikanten. Sie sind gewissermaßen das vokale I-Tüpfelchen des Blasorchesters. Vor Zeiten hat Mosch Liebe und Triebe selbst besungen, heute überlässt er das vernünftigerweise meistens den Jüngeren. Dafür schmiedet er fleißig und fließend Reime, die eine heile Welt beschreiben. Damit kommt er, wie er sicher zu Recht annimmt, all denen entgegen, die er zu seinen musikalischen Freunden zählt. Die Welt seiner Texte, das ist die Region der Sehnsüchte, der Romantik, des Intakten. Von singenden Ideologen, die die Welt verbessern wollen, hält er nichts. Wir schweben durch den Raum, fühlen uns im Traum, da lacht für uns das Glück.